Und hallo meine lieben Freunde, ja, willkommen hier zu einer weiteren, nicht einem weiteren, sondern zu, ja, dem ersten richtigen Video hier zu diesem Spiel hier auf meinem Kanal, und zwar Boruto Shinobi Striker. Und ich weiß nicht, ob es der ein oder andere kennt, aber ich kenne es auf jeden Fall, und ja, auch erst seit kurzem, also seit Sonntag. Und ja, ich muss sagen, ich war gleich hin und weg von dem Spiel, und ja, habe ich mir gegönnt dann auch noch am Sonntag. Und ja, ich muss sagen, bis jetzt finde ich es eigentlich ziemlich gut. Nur manchmal nervt mich echt die scheiß Gegner, weil, hey, die sind so penetrant, waschmale, latschen die dir eine Stunde hinterher und nur um dich zu killen. Ja. Und das zu zweit, ey, das ist dann wieder ehrenlos, muss ich sagen. Tja, Leute, so macht man Double Kill. Erstmal einen Double Kill gibt. Fängt schon gut an. So. Getroffen. Ja, das ist ja auch hier das Game, das ist ja an die Serie von Naruto Shippuden angelehnt auch. Also ich bin auch so ein Anime-Fan, ehrlich gesagt. Und ja, daher kam das jetzt so auf, dass ich mir das Spiel geholt habe. Und ja. Ich finde das Spiel eigentlich an sich sehr toll. Ich zeig's auch nochmal hier. Das ist das Spiel hier, und ja. Ich habe da erstmal sehr wenige Pokale, wie man sieht. Sehr wenig Trophäen. Aber ich spiel's ja auch noch nicht so lange. Ist ja erst am Freitag rausgekommen, also ja. Aber das Gute war halt, dass es ein Spiel der Spiele, die ich eigentlich sehr mag, von der Beta-Aufbau her, vom Beta-Aufbau her. Weil man konnte hier nämlich in der Beta zocken schon. Also ich habe die Beta am Sonntag, am Wochenende, letztes Wochenende durchgesuchtet. Und ja, ich muss sagen, das war auf jeden Fall sehr toll, die Beta. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, dann noch das Spiel zu holen. Und was bei dem Spiel ist, also die Beta an sich, die war ziemlich cool, muss ich sagen. Also haben viele gespielt, und ja, an der Beta war halt, man konnte die Beta spielen und man hat sich da schon gelevelt und alles im Voraus, und hat das dann, dieses ganze Level und alles, konnte man dann mit ins jetzige Spiel dann mitnehmen. Ich habe mir dann extra nochmal über, ja, so die Disc bestellt, zeige ich euch dann auch nochmal im anderen Video. Und ja, die habe ich mir auf jeden Fall gegönnt da. Und ja, ich muss sagen, fand ich eigentlich richtig nice auch so mit dem Game, weil das war alles kompatibel. Das konnte man die Disc einlegen, und dann hat er mich direkt gefragt, wollen sie das Spiel mit der Disc verbinden, und oder wollen sie das über die Disc weiterspielen, und habe ich gesagt, natürlich ja gemacht, weil das bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt hier die Disc habe und das Spiel so, das geht ja, dann kann ich es trotzdem nicht weiterzocken, weil ich ja dann nicht vollgeschlossen habe, nur die Dinge. Und ja, war auf jeden Fall richtig cool. Ich konnte dann alles, meinen kompletten Level-Status und alles, konnte ich von der Beta übernehmen mit meinem kompletten Schriftrollen, all das, was ich hier bekommen habe. Und ja, muss ich sagen, finde ich richtig nice, dieses System, und ich wünsche mir das von EA und DICE, dass sie das in Battlefield 5 auch so machen. Ich weiß mal, bis jetzt kann man einen Gegenstand von der Beta übernehmen, sie freispielen da und dann mit in das richtige Spiel mitnehmen, aber ich muss sagen, es wäre doch ein riesengroßer Gefallen gegenüber der Community, wenn man das wirklich das Level mit in das Spiel reinnehmen kann. Und ja, nice, erstmal Sieg, ne? Okay, ja. Ja, man kann da immer noch ein bisschen weiterspielen, aber das bringt ja dann nichts mehr. Das Spiel ist ja vorbei, die Runde. So, warten wir mal. Außerdem, Leute, ich wollte noch eine Info geben euch, und zwar, so. Jetzt kann ich wieder reden, und zwar wollte ich euch noch eine Info geben, und ich habe ja, wollte ja schon vor langer Zeit eigentlich meine Roomtour Teil 2 machen, und ja, die werde ich auch bald rausbringen, Leute, nur ich habe ja momentan keine Zeit gehabt, dadurch, dass ich ja weg war jetzt erstmal die 4 Tage, und dann hatte ich auch noch, ja, dann habe ich jetzt erstmal Zeit für mich gebraucht, erstmal chillen und alles und zocken bis zum Umfallen. Und ja, muss ich auf jeden Fall sagen, ich habe mich jetzt schön erholt, gestern und heute, und also am Samstag und heute am Sonntag. Und ja, ich werde jetzt wieder mal loslegen mit Videos machen. Ich habe jetzt erstmal eine Flaute gehabt, sozusagen. Und ja, so, da sind wir auch schon wieder in der Lobby. Können leider nur schnell so laufen und leider auch nicht irgendwie sprinten oder springen. Finde ich ein bisschen schade gemacht.
Hätte ich auch, hätte es, also ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig, muss ich sagen. So, gehen wir mal. Nee, nee, nee. Zu Sakura wollen wir dann nicht. Gehen erstmal zu Tintin. So. Erstmal rein. Also ich kann auch sagen, da ich wette, manche werden ins Spiel reinschreiben, unten in die Bewertung, also nicht in die Kommentare reinschreiben, nicht in die Bewertung, sorry. Da werden manche reinschreiben, garantiert, ja, würdest du das Spiel weiterempfehlen und wie viel kostet das ungefähr? Und ja, dazu sage ich jetzt auch mal was, und zwar, okay. Und zwar kostet das eine. Das Spiel an sich, ich weiß es gerade nicht, also bei Amazon, als ich es mir vorbestellt hatte, hatte das 70 € gekostet, also 69,99 oder 69,49 hat das gekostet. Und ja, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie viel das kostet. Also ich weiß nicht, wie viel das jetzt kosten wird momentan noch, denke ich mal, wieder runtergesetzt. Also es war runtergesetzt auf jeden Fall, als ich es gekauft habe, aber ich kann echt nicht sagen, ob es jetzt auch wieder runtergesetzt ist. Das kann ich nicht sagen, dem aktuellen Preis. Und ja, ob ich es weiterempfehlen kann, ich kann es auf jeden Fall hundertprozentig weiterempfehlen. Für jeden, der auf Naruto Shippuden, sowas wie Anime steht hier, sowas von dieser Serie aus, muss ich sagen, auf jeden Fall, dem würde ich weiterempfehlen. Also hier sowas komplett Krasses wie Charakter eigenständig erstellen. Der hat zum Beispiel Pain ein bisschen nachgemacht. Muss ich sagen, auf jeden Fall richtig cool. Nur ich bin noch nicht auf dieser Stufe. Frustriert mich momentan auch noch ein bisschen, weil das so das letzte Future ist, was mir fehlt. Aber ansonsten, ja, muss ich sagen, ich finde das Spiel eigentlich ziemlich geil. Wie gesagt, nur dass manchmal die Runden etwas blöde laufen, finde ich auch nicht so rosig. Also echt, das ist dann. Das sind manchmal solche Leute drin, die sind einfach komplette Lappen. Mates jetzt, also ich meine die Mates, die sind so Lappen, die machen nicht Teamplay und sowas, was sie eigentlich machen müssten dann. Es ist das gleiche im Prinzip wie bei Battlefield. Also ja, das ist überall das Problem. Da fehlt der Teamzusammenhalt und ja, da ist das dann halt nicht immer gegeben. So, ich habe einen kurzen Spielsound lauter gemacht, falls ich jetzt irgendwie so ging, so ein bisschen verzerrt. Das nur, damit ihr was auch hört, weil ich weiß, da hört man nicht mehr vom Spiel, wenn ich die ganze Zeit nebenbei laber. Und ja, zocken wir jetzt noch mal eine Runde Konor-Wald und ja. Let's go, everyone. Die haben alle ziemlich gute Masken. Ne? So, und hier wieder mit Lackzuckmantel und normalen mit Eieiei, Klemmis. Ups, das war falsch. Oh, ich flieg fast schon noch von der Map. Brauch mir das Mikrofon im Gesicht. So. Außerdem könnt ihr mal in die Kommentare ballern, wie euch das Game gefällt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob ich weiter den Content hier bringen soll von dem Game oder ob ihr sagt, nee, mach mal die anderen Games weiter wie Battlefront 2. Und ja, wenn ihr sagt, ich soll die Games weitermachen und so, ich werde dann auch noch mal eine Abstimmung machen am Ende des Videos. Also am Start sein, Leute. Oder ihr könnt auch ganz vorspulen. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn ihr an der Abstimmung teilnehmt und ja, und ich würde mich auch freuen, ob ihr eine Wertung und Kommentar da lasst dazu, weil ja, das ist auch wieder sowas für den Kanal wichtig. Ja, was hier im Prinzip dann mit diesem, ja, mit dem Game passiert, weil ich werde es auf jeden Fall weiterzocken, das muss ich dazu sagen, also. Ich werde hier nicht 70 € in den Sand setzen, nur weil ihr sagt nein. Das ist natürlich logisch, das ist ja auch bei jedem anderen, der YouTube macht hier, ist das ja auch so. Boah, Alter. Das meine ich genau, diese Ehrenlosigkeit, dass man zwei Leute dann auf eingehen und das Team ist komplett weg. Ja, das meine ich dann halt. Auch wenn sie mit dem Gegner beschäftigt sind, aber ja, drei Leute müssen nicht an einen Gegner rumwerkeln, das ist dann zu übertrieben. Ja, so kommst du auch wirklich nie voran hier. Das habe ich schon oft gemerkt. Die feindliche Basis hat begonnen einzunehmen. Okay, ja, da. So.
Außerdem, Leute, das mir gerade eben noch eingefallen ist, apropos Kanal, wer es gecheckt hat, nämlich letzte Woche ist nämlich mein Name geändert worden, und zwar habe ich mich jetzt auch den endgültigen Namen für diesen Kanal, höchstwahrscheinlich für den endgültigen Namen dieses Kanals, umbenannt, und zwar in ps4players.de. und ich werde dazu nochmal ein extra Video machen, das wird zwar dann nicht lange gehen, aber ja, auf jeden Fall erfahrt ihr da dann die Infos. Und Bam, Leute, und so geht das. Ich weiß, wir haben nichts gesehen, aber so geht das auf jeden Fall. Ah. Macht immer nicht, dass wir das können. Oh Mist, ich konnte ihn nicht killen. Mist. Mist, Mist, Mist. So. Was? Ich habe ihn nicht getroffen. Ist er hinter mir? Ja. Ja, hinter mir. Los. Steh auf. Komm schon. Hoch. Bam, K.O. mit dem Kunai. Nee, ist ja nicht Kunai, sorry. Eieiei, ich weiß ja schon. Weil er eigentlich das gleiche macht wie Kunai werfen. Hm? Oh, fuck. Fuck. Oh, ich fall hier noch schon wieder. Ich bin schon wieder tot irgendwie. Ja, also ich habe jetzt gar nicht mehr gemacht eigentlich. Weil ich eh tot war. So, warten wir jetzt mal. Ich sehe schon, ich bin ein bisschen zu leise. Auf jeden Fall, sorry, falls hier irgendwie was beim Video mit falschem Ton läuft. Weil, ja, das so umstellen, das mache ich ja nicht oft, wie ihr ja auch merkt in Videos. Das mache ich ja nur bei Spezialisten-Gameplay. Apropos Spezialist, Leute, morgen kommt das Video dann dazu raus, das neue Video der Spezialisten-Staffel. Ja, schön drauf. Der K.O., der erste K.O. Och komm, Mann, Alter, er rennt da voll rein mit seinem Müll. Oh, Mann. Er rennt halt voll rein. Ey, ich bin schon wieder angepisst, Mann, von dem Charakter. Gibt's nicht, ey. Latscht einfach volle Kanne in den Gegner rein. Kannst auch gleich hier sagen, ey, ciao, ich verlasse das Game halt, ne? So. Und wieder kein fucking Teammate da, Alter. Nur einer. Der wird selber sterben. So, und mir reicht das jetzt auch. Machen wir das auch mal leiser. So.
Bam. Was geht ab, Mann, sag ich nur. Gewonnen. Nice. So, Leute. Und das war eigentlich jetzt schon das Video. 15 Minuten nur. 15 Minuten geht echt schnell vorbei, wenn man das zockt. Und ja. Diesmal, ja, Stufe 31, ich weiß, ich habe schon gesuchtet, wie gesagt, also ich finde es echt nice, dass man das von der Beta übernehmen kann, den Rang, also das ist echt ein Future, das muss ihr mitmachen, Alter. Das müssen die auch nehmen. Und ja, auf jeden Fall, das war es jetzt eigentlich von mir hier, der Rest hängt von euch ab, wie gesagt, und wenn ich den ein oder anderen jetzt auf ein krasses Game bringen konnte, dem das gefällt, freue ich mich auf jeden Fall darüber. Schreibt das mal in die Kommentare dann, ob ihr euch das dann auch gegönnt habt noch. Und ja, würde ich sagen, bitte einmal oben abstimmen und bis zum nächsten Mal, Leute. Und wie gesagt, Spezialist kommt morgen und auch heute noch, oder warte mal, wie spät ist es denn? Gut, morgen kommt dann noch von mir ein Namenserklärungsvideo und ja, sag ich mal, bis morgen, Leute, und viel Spaß mit Naruto, Toboruto, Shinobi Strike.